Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und ja, wir sind mal wieder mit der kleinen Mila unterwegs. Wo ist die? Mila, versteck dich nicht hinter mir. Jo, du. Oh, hier die kleine Mila. Sonnenuntergang. Eigentlich schon mega kalt. Wir sind trotzdem in kurzer Hose draußen. Hier so eine gesneakte Hose. Und ja, Leute, ist wieder Mittwoch. Ist wieder Zeit für ein kleines Vlogchen. Erstmal ärgern wir die kleine. Da hüpft die weg, die Kleine. Was steht heute an? Wie ihr im Titel gelesen habt, steht außer dem schönen Sonnenuntergang natürlich ein Thema wie immer an. Diesmal ist es das Thema Stream. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit sehr viel Gefallen am Stream gefunden und ich wackel so, wow! Aber ich versuche mal nicht zu wackeln. Und ich habe sehr viel Gefallen und Spaß dran gefunden zu streamen. Macht mir übertrieben Bock, direkt nah an der Community zu sein, aber viele sagen, ja, die wussten nichts vom Stream. Die verpassen immer die Streams. So wie, du hast vorgestern DayZ gestreamt. Scheiße, ich war nicht dabei. Finde ich natürlich schade. Deswegen habe ich mir überlegt, ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich bin der Meinung, wenn man etwas Festes sagt, wenn ich sage, okay, ich stream jeden Samstag DayZ, dann müsste Samstag, ich habe aber gar keinen Bock auf DayZ, weil ich vielleicht 2 Tage vorher schon DayZ aufgenommen habe, ja. Wenn ich das dann angekündigt habe, dann muss ich das durchziehen. Weil wenn ich dann sage, okay, heute kommt doch keine DayZ, ist das ja scheiße. Kann man einmal vielleicht machen, aber beim zweiten Mal seid ihr mir dann mehr als böse. Wir haben uns mal hier hingekockt. Kleine Mila hier, joa. Ih, du bist nass. Du hast wieder die Sabbat. Ja. Ich guck mal, ob das mit der Sonne. Ich hoffe, das geht so. Ich hoffe, das geht so. Ich versuche mal still zu halten, ja. Und deswegen, ich habe überlegt, ob ich wirklich einen Streamingplan mache. Habe mich jetzt auch für ja entschieden, einfach weil zu viele Leute sagen, okay, wir haben deinen Stream schon wieder verpasst. Also die meisten, wir haben jetzt so eine kleine Stream-Community aufgebaut, die immer jeden Abend einfach 16 Uhr, 18 Uhr reinschauen und mich erwischen. Aber so ist es bei mir echt manchmal 16 Uhr, manchmal 18 Uhr und halt auch nicht jeden Tag. Ist ja bei mir mal 2 Tage in der Woche, mal 3, mal 4. Jetzt versuche ich. Also ich werde es versuchen, ich kann es nicht sagen, dass ich das einhalten werde. Ich werde versuchen, jetzt einen Streamingplan aufzustellen und ungefähr 3-4 Mal die Woche zu streamen. Auf jeden Fall, ich denke, 2 Tage am Wochenende, vielleicht sogar 3 Tage am Wochenende. Da habt ihr am meisten Zeit, da habe ich am meisten Zeit. Und vielleicht noch einmal unter der Woche oder so, aber da muss man gucken. Also am besten, ihr schreibt mal in die Kommentare, wann ihr Zeit und Bock hättet, mal so einen Stream zu sehen. Und wenn ihr, sag ich mal, die Tage fest haben, sagen wir, ich stream Beispiel montags, nein, sagen wir, Montag ist immer scheiße, sagen wir Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder so als Beispiel, oder Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt als Beispiel, wir haben 4 Tage ausgewählt. Danach können wir ja immer noch festlegen, ob wir feste Spiele spielen. Das heißt, wenn ich sage, jeden Samstag DayZ, wäre natürlich cool, hätte ich auch nichts dagegen. Müssen wir nur gucken, ob wir das so festlegen können. Und dann jeden Freitag CSGO oder so, dass man sagt, jeden Freitag wird CSGO gestreamt, jeden Samstag DayZ gestreamt und an den anderen Tagen je nach Lust und Laune. Also, ja. League of Legends will ich auch wieder. Also, ich will wieder Ranked spielen. Werden dann immer so 4-Stunden-Streams wahrscheinlich sein, von 16 bis 20 Uhr oder vielleicht mal von 18 bis 22 Uhr oder von 16 bis 22 Uhr. Ich kann ja mal länger machen. Also, Fakt ist immer, dass ich so diese 4 Stunden mindestens Zeit haben möchte. Da unten ist mein Nachbar. Deswegen muss man mal gucken, Leute. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Captain Skuma ist wieder dabei. Wir wollen wieder was zusammen aufnehmen. Wir wollen jetzt öfter was zusammen machen. Ist immer schwer, sowas zusammen zu machen. Wir müssen mal gucken. Komm, wir gehen mal wieder gegen die Sonne. Mila, komm. Ist, also Captain Skummer ist dabei, also mit Grantelbart will ich jetzt extrem viel, vor allem auch DayZ aufnehmen, nicht DayZ, sondern CSGO aufnehmen. Wir haben mit ihm ein bisschen, ja, was haben wir mit ihm aufgenommen? Gary's Mod, war ganz lustig. Jetzt wollen wir mit ihm CSGO aufnehmen. Haben wir letztes Mal im Livestream angespielt, seitdem sagt jeder, Alter, das war so geil, die haben sich so bepisst, weil wir haben uns getrollt, wir haben also, ja, mit dem kann ich so meine, wie soll ich sagen, den kann ich mich so entfalten, weil wenn wir spielen, wir fielen einfach, wir fielen dasselbe so. Wir müssen richtig enragen so. Und das ist natürlich immer cool. Was rastet denn da aus? Ein paar Gänse am Ausrasten.
Ja, Mila. Komm. Sollen wir noch die Mila ein bisschen durch die Gegend hetzen? Mila! Schlingt das kleine Ding. Wenn ein Einbrecher kommt, ja, dann ist es schlecht mit einem Einbrecher. Mila hat so ein richtig dickes Fell bekommen. Richtig cool. Wie so ein kleiner Bär. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Die ist so geil. Die ist wie so eine Kante. Die geht so in den Club, so, weißt du? Und so geht ihr in den Club. So geht ihr hier durch die Hut. Kleiner Bär ist das. Naja, Leute, das war es soweit vom Vlog. Im Hintergrund habt ihr eventuell ein bisschen Dame gehört, weil ich höre eigentlich immer Musik, wenn ich durch die Gegend, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, Freitag, Daisy. Und sagt auf jeden Fall Bescheid wegen Streams. Also ich will das festlegen, ja. Na, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.